Einmal im Jahr, in der 260.000 Menschenmetropole Gelsenkirchen, erscheint zu Pfingsten der Heilige Geist des Heavy Metal. Und das Amphitheater füllt sich mit 7.000 Metal Maniacs. Es ist an der Zeit für das Rock Hard Festival. Und dies ist die ultimative Rock Hard Festival Doku. So ja, schönen guten Tag. Jetzt sind wir angekommen hier, Rock Hard Festival 2019. Ist ganz schön windig irgendwie, da liegt die Frisur gar nicht so, wie man das will. Ich bin euer Moderator für den heutigen Tag und auch für die nächsten beiden Tage. Da könnt ihr dann schauen, was wir hier alles so Schönes erleben. Jetzt gucken wir erstmal rum, müssen erstmal schauen, wo wir hier reinkommen etc. ankommen. Ihr kennt das alles, ne? Und dann nochmal ein Bierchen auch trinken. Und dann schauen wir mal, was die uns die Tage so bringen werden. Ein wunderbares Panorama hier direkt am Rhein-Herde-Kanal in der Verbotenen Stadt. Ja, Rock Hard Festival. Wurde schon leider verpasst, weil Stau, aber jetzt spielen Chapel of Disease, gucken wir da mal an, dann schauen wir uns mal im hinteren Bereich um und gucken mal, ob wir da hier auf Stimmenfang gehen sozusagen. Deine ersten Eindrücke? Ja, geiles Wetter, geile Eröffner, Bands, Vulture super geil, Chapel of Disease ultra mega geil, folgende Bands, The Idiots, natürlich bin ich da jetzt ein bisschen voreingenommen natürlich, weil Arbeitgeber, dies, das, ne? Geiler Tag, ich hab mega Bock, die Leute sind geil drauf, wie gesagt, es wird Sturm irgendwie angesagt, ich sehe nichts davon, ein paar Wolken, aber einfach nur geil, Bier läuft, alles läuft. Hier ist der Felix von den Idiots, Records, und jetzt spielen The Idiots. Records, wohlgemerkt. Ja, Records. Und jetzt spielen die Idiots. Ja, ich muss jetzt erstmal Pipi machen gegen gleich, und weil jetzt gleich mein Chef kommt, ja. Und der schimpft, wenn ich nicht gucke. Es stimmt, wenn du nicht guckst. Ja. Man pinkelt. Das kannst du so sagen. Erste Eindrücke, Rock Hard Festival, Chapel of Disease, fandst du geil, ne? Nö. Ist nicht so mein Ding. Ist nicht dein Ding? Nö. Ich weiß. Ja, das muss ich jetzt länger ausholen. Aber das war jetzt nicht scheiße. Dafür aber haben wir keine Zeit. Aber es war auch nicht mein Ding. Also Vulture fand ich ein bisschen besser, aber ich glaube, die Idiots, die finde ich noch besser. Und jetzt Stimmung hier? Ja, und Sonntag Stimmung, ja, Stimmung ist schön wie immer. Also jedes Jahr, ich bin ja jedes Jahr dabei, von Anfang an auch, ne, ohne eins ausgelassen zu haben. Seit 2003? Ja, genau. Also hier 2003? Ja, ja. Erste Band damals, God Dethroned damals, hier unten, ne? Also ja, direkt Death Metal Keule. Damals waren Anthrax noch Co-Headliner. Und heute Headliner. Heute Headliner, ja, nicht nur Sonntag, ne? Du machst so eine Lootbox, ne? Das ist ja jetzt gerade in aller Munde, ne? Ganz viele Leute machen Lootbox, du machst aber eine Metal-Lootbox. Eine Metal-Lootbox, das ist ganz genau richtig. Für 24,99, ich habe aufgepasst beim Siffler. Ja, genau, beim Siffler auch schon gesagt. Für 24,99 eine Lootbox, da kommt Zeug rein im Wert von mindestens 50 Euro. Und ihr wisst gar nicht, was da drin ist. Ich weiß es im Endeffekt auch nicht. Aber es ist mindestens doppelt so viel wert und es ist geiles Metal-Zeug. So, jetzt Schlusswerbung. Rockhard, wie findest du hier so? Okay, warte, wie war dein O-Ton eben? Festival, bla bla, saufen. Rockhard. Ich dachte ja, auf Festivals habe ich schon alles gesehen, ne? Aber es gibt so Zelte, die kannst du dir mieten. Das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber die Zelte sind aus Pappe. Ja, Car-Tent heißt das Ganze, ist aus Pappzelte einfach. Camp Hard ist dann hier, ne? Und Camp Smart ist dann so Wiese, ne? Nee, Camp Smart ist einfach nur kein Notstromaggregat und so eine Scheiße erlaubt. Ach so. Die wollen Ruhe haben beim Schlafen, das sind alte Menschen, wie ich! Ich werde 30! Sehr klein, sehr
familiär, sehr cool. Die Treppen sind scheiße, aber ansonsten macht es tierisch viel Spaß. Da gibt es ja diese herben Stufen im Amphitheater. Hat man da nicht Angst, sich irgendwie mal besoffen so richtig auf Fresse zu legen? Ja, aber bis jetzt noch nie passiert. Das war mein erstes Festival hier und ich bin jetzt immer hier. Und bis jetzt ist es immer gut gegangen, aber natürlich irgendwann muss das erste Mal sein. Also seit wie vielen Jahren bist du hier? Seit 2014. Echt so lange schon? Ja. Okay, okay. Und noch nie auf die Fresse gegangen, das Nein, ist ja gut, noch ja. Nie, noch nicht mal hier über die Steine. Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt auf der Baustelle Helme tragen? Lest alle bitte heavystageforce.rocks. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der die Metal-Szene in Osnabrück ein bisschen supporten will. Underground-Bands und alles. Und wenn ihr Bock auf geilen Underground-Metal habt, dann geht auf heavystageforce.rocks, wir schreiben über jeden Scheiß. Konkurrenzfestival, ja oder nein? Ja. Aber mit Liebe oder ohne Liebe? Mit Liebe. Mit Liebe? Ja. Du genießt die Zeit hier. Ja, absolut. Was das? War die Show gut? Ja, ich fand's geil. Fand's geil? Ja, sicher. Ich bin ja jedes Jahr sonntags Besucher hier. Und da ist auch ein kleiner Traum für mich wahr geworden. Ne? Ich fand's super geil. Hat voll Bock gemacht. Aber ihr habt das erste Mal auch hier gespielt, ne? Ja. Ja, endlich mal geklappt. Endlich mal gesagt. Mit Schweineköter, die geht ja auch total durch die Decke. Was habe ich gehört? Deutsche Albumcharts, Platz 11 oder was? Ja, Rock- und Metal-Charts. Ja, aber komm, Platz 11. Ey, ich beklag mich nicht. Ich finde das super. Ich finde das rein, ja. Ja, und bisher sind auch die Reviews in den Zeitungen gut. Und auch so persönlich, was wir hören. Und auch vom Gig jetzt. Also ein paar zu Hause gebliebene haben Livestream geguckt und haben schon durchgetickert, dass sie geil fanden. Kauft Merch, kauft Band-Merch, weil damit unterstützt ihr einfach die Bands, die ihr liebt. Wie kommt man denn vom Baden-Württemberg in die Ruhrpfalz? In Balingen, Bang Your Head, haben wir Leute kennengelernt und die eine ist aus Gelsenkirchen und die hat uns halt hier quasi hergebracht. Und zwar Part haben wir sowieso abonniert. Aber du fühlst dich hier wohl, ja? Auf jeden Fall, es ist voll geiles Ambiente. Lohnt sich das für Artworks an so einem Festival zu sein, wie das Rockarte, wenn man im Ruhrpott ist, sag ich mal? Also unter seinesgleichen? Ja. Ja. Es lohnt sich, die Leute freuen sich, dass wir hier sind. Wir freuen uns, dass die Leute da sind. Wir stehen direkt an der Bühne und hören die geile Musik im Hintergrund, ohne dass wir die Gespräche nicht mehr verstehen. Das ist super. Findest du, dass Leute auf Festivals generell einfach mal eher den Geldbeutel zücken? Ja, also hier bei uns mit der Wühlwanne, das funktioniert ganz gut und auch so die Shirts, hier nehmen die Leute auch ganz gerne an. Schön. Ich bin auf jeden Fall wegen einer Band hier und das ist diese und dieser nette Stand hat mir diese Platte vermacht und da bin ich sehr froh, dass ich jetzt endlich wie die Goss in mein Herz schließen kann. Sehr gut, aber da muss ich noch warten bis Sonntag, ja. Also das Coole am Rockart Festival ist tatsächlich, dass hier noch echt viele Musikliebhaber sind, die offensichtlich nicht nur streamen, sondern auch auf Platten stehen, auf CDs und auch durchaus den einen oder anderen Geheimtipp erfragen. Und wenn wir den dann haben, ist es ein ziemlich cooles Ergebnis, würde ich mal sagen. Ansonsten sind es halt hauptsächlich die Bands, keine Ahnung, Sabaton oder sowas. Wenn die eine neue Platte haben, dann wird das hier, geht das weg wie warme Semmeln. Da kannst du nicht genug von haben. Gibt es eigentlich Leute, die sagen so, ich habe keine Ahnung, ich will mir einfach eine Platte kaufen, du suchst sie jetzt für mich aus? Ja, gibt es tatsächlich. Also gerade so Jüngere kommen mal her am Stand und so, und wenn man die da mal ein bisschen anspricht und abholt und sagt, hey, wonach schaust du denn? Na, dann sagen die halt sowas wie Vollbeat, Metallica oder sowas. Dann sagst du, okay, aber hast du schon mal was anderes gehört hier? Worauf stehst du denn? Ja, der Papa, der hört immer so bla bla bla. Ne? Dann ziehst du mal die ein oder andere Platte raus. Und mein Deal ist dann immer, dass ich sage, okay, weißt du was, wenn du die jetzt kaufst und die Scheiße findest zu Hause, kommst du nächstes Jahr einfach wieder und kannst sie zurückgeben. Ist noch keiner wiedergekommen.
Straight out of Dixie Klo. Mark mit K. Was sagst du zu den Bierpreisen? 5 Euro für so ein scheiß Bier ist schon ziemlich viel. Ne? Also das sind dann so 500 Euro am Tag, die man dann so hinlegt. Ne? Hab ich auch gesagt. Ich sagte ja. Ja, ich habe auch gesagt, 500 Euro am Tag. 4,50 Euro hätte irgendwie, wäre symbolisch anders gewesen, aber auch viel zu teuer. 3 Euro soll so ein Bier kosten, dann ist gut. Würdet ihr sagen, ich spiele hier, ja, okay. Oder, ja, nö, das ist uns zu Kommerz. Hier? Ja. Boah, klar würde ich gerne hier spielen. Ich bin ja jedes Jahr hier, würde ich auch gerne hier spielen. Aber, also Chapel haben das auf jeden Fall gerissen heute, so, weil die auch so eine Bühne ausfüllen. Also, oh ja, mega, ja. So jetzt für uns, ist zu groß. Nee, weiß ich nicht, da weißt du, um 13 Uhr oder so jetzt hier verheizt werden. Nö, generell ja, klar. Wie findest du es bis jetzt? Aber bis jetzt ist es eigentlich ganz lustig, ja. Mal gucken, was noch so passiert. Ne? Auf welche Band freust du dich am meisten? Am meisten würde ich eher sagen Possessed. Possessed? Ja, gute Wahl, gute Wahl. Was geht hier ab? Laufen, Party? Ja, Rock Hard, einfach meine Heimat. Mach mal weiter so. Wir wollen es! Ich hasse Metal. Du hasst Metal? Weil das kein Black Metal ist. Ja. Ja. Aber sonst ist alles gut, ne? Nein, es ist fantastisch. Ja, ganz fantastisch. Ja. Ganz toll. Das ist ja unglaublich. Hier werden ja auch Lesungen durchgeführt, wie ihr seht. Das wäre ja was für den Ernie, ne? Der Ernie, der könnte hier auch mal eine Lesung durchführen am Rockhard. Und ansonsten gibt es hier auch sehr schöne Ausstellungen zu begutachten. Da stellen halt so Künstler ihre Werke vor und Plattencover, keine Ahnung, ob das Plattencover werden. Ich weiß es nicht, muss ja auch trinken. Rockhard, sehr, sehr multi-international. Es ist halt from the guts, aus den Bowels raus, irgendwie direkt und ehrlich und kein gestellter Scheiß. Kommen wir mal zum Kern des Ganzen. Rettungssanitäter auf einem Festival ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, weil, es gibt Leute, die kennen ihr Limit nicht so wirklich. Und auf dem Rockhard haben wir natürlich auch Rettungssanitäter, zum Beispiel diesen Menschen. Und dann ist die Frage halt, müsst ihr hier viel einschreiten? Sagen wir mal so, wir sind den ganzen Tag hier, freuen uns über nette Kontakte und nette Gespräche und helfen an jeder Stelle, wo unsere Hilfe notwendig ist. Metaller kennen ihre Grenzen, würdest du sagen? Wir sind auf jeden Fall sehr nette Leute, die höflich überall Platz machen und uns überall nett begrüßen. Du bist kuscheln für 1 Euro an, ja? Kuscheln für 1 Euro. Wir haben gerade gefunden. Ja, da... Metal-Leute! Hey. Genießt du deine Zeit hier? Ja, jedes Jahr. Seit wann? Boah, seit wann? Das ist eine gute Frage. Seit 2010, glaube ich, mittlerweile, ja. Aber bis jetzt ist eigentlich ganz geil. Ist ein bisschen teuer geworden wieder mal. Aber ja, 5 Euro für ein Bier, das ist schon... Plus Pfand. 5 Euro plus 1 Euro Pfand. Ich habe hier noch Zeiten erlebt, da hat das Bier mit Pfand 4 gekostet. Und jetzt, Martin, auf welche Band freust du dich generell hier an dem Festival? Skid Row, vorhin Vulture waren ganz geil, Lizzie Borden waren exzellent, dann Anthrax werden super, zweite Mal, richtig Abriss. Der Rockhard, das Festival ist an sich cool, ne? Aber der Sound bei Martin, ich mag Martin sehr, aber der Sound war echt scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Also, nee. Nächstes Mal besser, bitte. Was sagst du zu den Bierpreisen? Ja, Bierpreise, oh, da sagst du es. Rockhard, Bierpreise, auch Essenspreise gehen gar nicht. Aber man ist irgendwie drauf angewiesen, man muss da trinken und essen, ne? Lizzie Borden mit weitem, weitem Abstand. Fantastisch. Weitem Abstand. Ja. Wer
welche Band, wenn du jetzt das ganze Festival betrachtest, auf welche Band freust du dich besonders? Morgen auf Skid Row auf jeden Fall. Erster Tag vorbei. Welche Band hat dich richtig geflasht? Warte. Chapel of Disease. Fand ich mega. Welche Band fand ihr am geilsten? Also die schlechteste Band war die Kadaverficker. Die haben nämlich nicht gespielt. Ja, genau. Nee, aber sie sind trotzdem scheiße. Geilste Band war heute Chapel of Disease auf jeden Fall. Und ich bin nur wegen Gamma Ray hier. Also ich fand Lizzie Borden schon ganz geil. Oder Vulture auch. Chapel of Disease haben auch schon gut ordentlich. Bataillen waren auch gut. Ich kam nämlich hier gerade. Ne, ich bin geboren worden, wie man an meiner Gesichtsbemalung sieht. Also, es war schon mal ein guter Abend, möchte ich behaupten. Dann haben wir aber das Beste liegt ja noch vor uns. Ne? Wie viele Würstchen gehen heute so über den Grill bei so Metals? Bei so Metals? Ja, ich schau mal nach. 300? Das ist die beste Currywurst hier, ey. Ich schmeiß richtig die Brügel. Welche Band hat euch am besten gefallen heute? Keine Ahnung, ich bin gerade erst gekommen. Dann komplett rasiert. Ich hab gehört, Tiger of Fantasia. Von vorne bis hinten, brachiale Band. Beste Band heute? Vatein. Echt Vatein? Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Was war vorher? Ich würde sagen, Chapel of Disease. Ah, ja, die haben wir als erstes gesehen. Okay, Chapel of Disease und Vatein. Tag 2 geht los. Hier auf dem Parkplatz angekommen. Heute ist es sehr, 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 sehr windig, ne? Und ja, wir machen erstmal Cheers an euch. Cheers an euch, ist ja auch egal. Naja, jedenfalls, ja, da könnte von der Tonqualität ein bisschen schlimmer werden heute. Scheißegal. Jetzt angekommen, ich frage mich aber die ganze Zeit, hier ist ja eigentlich nur der Parkplatz. Gecampt wird woanders. Aber ich sehe hier eigentlich total viele Wohnwagen und Leute, die ihren Grill aufbauen und so. Das im Sinne des Erfinders ist, man weiß es nicht. Aber gut, man will ja auch nicht den Spaß vermiesen. Jetzt geht's erstmal wieder rein da in die Bude. Das war gestern Chapel of Disease. Das ist mein Headliner war schon. Selten sowas gesehen. Hat mir gut gefallen. Beste Band, also was habt ihr richtig gefeiert? Wir haben richtig gefeiert. Ja, wenn ihr da gewesen wärt, hätten wir euch gefeiert. Oh, nein, aber die Bands, die hier spielen. Aber so richtig gut fand ich jetzt. The Vintage Caravan fand ich am besten. Vintage Caravan? Ja, ja, doch, muss ich auch sagen. Ja. Muss ich auch sagen. Ja, weil die Bands, die ich richtig gut finde, die kommen ja noch. Auf wen freust du dich? Possessed. Ja, hallo. Hallo, Gamma Ray. Muss ich ja nichts zu sagen, oder? Und Gamma Ray heute. Ja. Auf welche Band freust du dich oder war die schon? Cardi Boy D war grandios. Bin gespannt, mal Skid Row mal ein bisschen reinschauen. Cannibal Corpse. Wir haben ein paar Verbote bekommen, ein paar Songs dürfen sie ja nicht spielen. Aber ist das so? Ist das immer noch ein Thema? Ja, wurde heute über Facebook geteilt. Aber ist immer noch ein Thema? Irgendwie Skull Full of Maggots wurde verboten, I Come Blood auch verboten. Ach. Ja. Spielen die trotzdem wahrscheinlich. Hoffe ich doch. Festival, Wetter ist scheiße, Gormanista ist geil, macht immer Ping, funktioniert, macht Spaß, weitermachen und ich hoffe, Cannibal Corpse wird gleich richtig abreißen. Wir warten auch noch auf Skid Row, die ja heute da sein soll. Das ist
wir schon ganz gespannt. Ja, wir sind auch noch nicht so lange hier, aber aber schon gut dabei. Genau. Freuen uns auf nachher. Auf welche Band freut ihr euch besonders? Boah, Gamma Ray. Gamma Ray. Und Skid Row. Ja, die spielen da. Ja, wir müssen noch schnell eine Runde Kickern abziehen und gehen mit so Skid Row. Definitiv ein sehr, sehr, sehr geiles Festival. Nette Leute, super schön. Total gern organisiert. Wir sind zum ersten Mal hier Granatenschlag. Echt toll. Heavy Metal Home TV. Der Illi. Das ist der Illi. Das Gorman ist da. Ja. Und wir sollen aber Rock Hard Festival, um für euch ein paar Impressionen aufzunehmen. Folge nennen wir auch durch die Nacht. Aber Rock Hard Festival mit dem Gorman. Das Schwierige ist ja, die Leute denken immer, du bist ich und ich bin du. Das stimmt. Krogi, pass mal auf. Dirk. Nein. Heute keine Interviews. Komm, Krogi, du musst aber sagen. Nein, nicht unter 100 Euro die Stunde. Wir kennen uns ja auch schon länger, Krogi und ich. Und alle meinen immer, ich sehe aus wie der Illi, aber dabei ist das der Illi. Wer ist Illi? Welche Band war besonders geil? Carnivore ID war der Hammer. Wirklich. Hammer, ja. Carnivore ID war der Typ so aus wie Pete Steele. Ich liebe Pete Steele. Natürlich, dann ist immer so ein bisschen, ne, ist jetzt Nachmachung und so, aber ich fand's mega geil. Es soll ja seriöse Doku sein, aber man kann ja nicht ohne Klo, auf dem Klo ihr Fotzen machen. Hier ist der Arne. Hier, Central Media. Hast du heute schon Bands gescoutet? Gescoutet wäre ich. Aber was war so die Band, auf die du dich freust? Ich habe ausschließlich Bier gescoutet eigentlich. was war so die Band, auf die du dich am meisten freust? Ich habe heute schon Carnivore gesehen und bin glücklich. Und ein bisschen glücklich, ja. Ich habe mich besonders auf Symphony X tatsächlich gefreut. Die habe ich gerade gesehen, die waren super. Die habe ich das letzte Mal vor über 10 Jahren gesehen. Auf die haben mich aber am meisten tatsächlich gefreut, muss ich sagen, heute. Und ansonsten gucken, wie was kommt. Ne? Ich weiß gar nicht, was sonst spielt. Ja, läuft ganz gut, ne? VIP, Bier, hübsche Männer. Hübsche Männer mal. Da zumindest. Ja, überrascht, weil da vorhin spielen Skid Row und das ist für mich Rock Hard. Das ist für mich Sommer, Sonne, Heavy Metal. Okay, auf welche Band freut ihr euch besonders? The Cannibal Corpse? Ja, die spielen ja jetzt gleich. Yeah. Was war so dein Highlight bis jetzt? Also ich bin gerade erst gekommen, mehr oder weniger. Ich habe gerade Skid Row gesehen und freue mich natürlich jetzt auf Cannibal Corpse. Das ist eigentlich so eher meine Musik. Echt? Ja. Skid Row kenne ich natürlich von früher. Jeder kennt Skid Row, aber mittlerweile stehe halt auf die härteren Sachen halt, Cannibal Corpse. Und ich freue mich, ich hoffe, dass ich morgen hier bin, Prozess sehen kann. Tracks aus Nostalgiegründen. Aber im Prinzip bin ich in erster Linie hier, um Kollegen zu treffen. Und das ist für mich auch das Wichtigste. Die meisten von meinen Kollegen sind oben bei der anderen Zentrale, beim Pippi, trinken das Stauderbier für 1 Euro. Flasche. Die Bands eigentlich sind immer so nebensächlich. Aber, weil ich finde das schade. Also wenn man schon mal hier ist, mal ein bisschen was angucken. Und letztes Jahr waren wir auch noch selber hier. Ja, ich weiß, ja. Jetzt kann ich mir das mal von oben angucken. Also. Und jetzt seid ihr ja auf dem Nord auch irgendwie. Ja. Am Samstag. Ja. Ist das so ein Ding irgendwie, Nord Open Air ist ja für lau. Ist das so ein Ding, wo man sich trotzdem sagt, irgendwie so, ja geil, großartig, Essen spielen. Ich meine, ja, du bist Schalker. Da muss man halt mal nach RW ziehen. Ich sage dir, viele Esser sind auch Schalker-Fans. Also meine Esser-Kollegen, Onkel Tom zum Beispiel, sind auch alle Schalker-Fans. Nein, ist der Nord, sag mal, die Ideen, ein Open-Air-Konzert zu veranstalten, kostenloser Eintritt, das gibt es nur auf Nord. Für meine Begriffe halt, also soweit ich weiß. Und das ist natürlich genial. Ne? Und in Essen zu spielen, ich sag mal, wenn wir auf dem
wir wieder auf Nord spielen mit Sodom. Wir haben auch schon mit Sodom gespielt, auch mit Tom. Das ist für mich auch ein bisschen Teil der Heimat. Der Witschand hat damals da gewohnt, direkt um die Ecke. Im Nord war unser Stammlokal, wir reden jetzt von den 80er Jahren. Und einfach da zu spielen, ist schon was Besonderes. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Bühne meine Z mache, dann habe ich da gar nicht auf dem Schirm, wo ich bin. Also, oder ob ich jetzt in Japan spiele oder in Südamerika oder in Essen. Aber ich weiß, es ist für die Leute was Besonderes. Und im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, für uns natürlich auch. Und der Marco macht da einen super Job immer. Es ist eigentlich das angenehmste Festival, das ich kenne. Der Backstage war es angenehm, die Band. Wie gesagt, frei Eintritt. Wo gibt's das denn noch? Das ist der absolute Hammer. Ich freue mich sehr darauf. Ich weiß gar nicht genau, wer da noch alles spielt. Gran Magus zum Beispiel. Ja, geil. Und man muss ja auch mal sich überlegen, da die Bands müssen auch bezahlt werden halt. Und die solche Bands kosten auch ein bisschen Geld halt, ne? Wie das refinanziert wird. Ist absoluter Wahnsinn. Aber es ist wahrscheinlich weltweit einmalig, Bands, hochklassige Bands auftreten zu lassen, kostenlos. Das ist absoluter Wahnsinn. Was ist denn so ein Kriterium, das eine Band erfüllen muss, dass ihr sagt, hört mal zu, wir machen eure Promo? Ja, erstmal brauchst du ja ein gutes Setup. Wir müssen ein Plattenlabel da haben. Das ist immer noch ein gutes Kriterium, ein Plattenlabel zu haben. Das sagt, wir glauben an die Band. Wir glauben, dass das funktionieren kann. Und dann hören wir uns das an. Und wenn einer von uns eine Vision hat oder sagt, war hier, da könnte ich irgendwie, das kann ich den Leuten erklären, warum das gut ist, dann machen wir da die Promo für. Aber wichtig ist halt ein Setup, dass ein Label dahinter steht und Vertrieb. Das ist so ein erstes Kriterium, und dann, wenn das gut produziert ist und das eine gute Platte ist und uns das gefällt, dann machen wir das. Aber das ist auch scheißegal, unabhängig vom Stil. Ja, jeder hat natürlich so bei uns seine Lieblingsstile so ein bisschen, und wenn da jetzt keiner wirklich irgendwie was mit anfangen kann, dann sagen wir natürlich, machen wir nicht, weil das ist ja auch unfair der Band gegenüber, wenn du sagst, verstehe nicht, aber ich nehme dir trotzdem deine hart verdiente Kohle ab und versuche das irgendwie zu promoten. Das ist ja Quatsch. Hat dein persönlicher Headliner schon gespielt? Der spielt jetzt gerade. Also das heißt, wir müssen jetzt bald los vor zur Bühne. Credible Corps, ja. Fässer abgeben sollt. Ja, ja. Wir werden tatsächlich sehr oft gemacht. Bei jeder Fahrt mindestens 3 bis 4 Mal. Rock Hard Festival und demnächst Turok Festival. Hallo. Welches Festival ist besser? Selbstverständlich das Turok Open Air. Weil es umsonst ist. Hat deine Band schon gespielt? Meine Band? Ja, heute. Ich bin seit 15 Minuten hier. Ohne Scheiß. Ja. Du bist dann auch schuld. Oh ja, blöd. Auf welche Band freust du dich denn? Ich weiß überhaupt nicht, wer spielt. Was mein Highlight war? Eisenpimmel! Wir haben gestern über meine stahlharte Penisse geredet. Immer wieder Eisenpimmel! Deine Band schon gespielt eigentlich? Skid fucking Row. Okay, hat schon gespielt, ja. Definitiv, war genial. Gerade spielen Gamma Ray, auch genial. Und morgen Anthrax, Possessed. Anthrax habe ich vor, lass mich kurz überlegen, fast 30 Jahren als Vorband von Iron Maiden gesehen, 1990, No Prayer for the Dying Tour, und da waren sie großartig. Ich stehe jetzt hier in so einem Zelt, das ist ja ein Festival im Festival, aber was war jetzt die Band, auf die du dich am meisten freust? Die wird morgen kommen, und das ist Anthrax. Du warst heute nur einen Tag auf dem Rocker. Richtig, nur einen Tag. Was war deine Band des Abends?
Carnivore. Ganz klar, da musst du nicht lange überlegen. Erste Reihe gestanden, war super. Warum ist man nur einen Tag auf Walkart? Weil man sich nur einen Tag leisten kann dieses Jahr. Und bevor man gar nicht hinfährt, weil man nicht genug Geld für Ticket hat, geht man halt einen hin. Den ersten Tag hier am Walkart? Ja, ja. Okay, hast du aber alle Bands gesehen? Im Grunde nur eine. Das war Cannibal Corpse von der scheiß Brücke aus. Und das wolltest du aber auch sehen? Ja, das war so ziemlich das Einzige. Manowar, Hose runter. Das ist alte Tradition von alles her. Ach so, bei Manowar Hose runter. Runter. Ja, auf jeden Fall. Welche Band hat dir bis jetzt am besten gefallen? Talalit, genau, das ist gut. Talalit, die machen raus, Talalit, der Newcomer, genau. Das war die erste Band am ersten Tag. Ach, na, am Samstag, genau, und am zweiten Tag. Ich hätte erst gedacht, Cannibal Corpse, aber ich muss sagen, Skid Row war der absolute Wahnsinn für mich. Talalit auch natürlich. Carnivore, definitiv. Carnivore. Hat richtig gerockt. Der Typ war so wieder stilmäßig, das hat richtig Spaß gemacht. Bisher Skid Row waren gut, gute Setlist, gute Show. Gamma Ray, bisschen cheesy, bisschen kitsch dabei, aber war auch okay. Ja, jetzt morgen dann Anthrax. Festival. Ich frage mich jedes Mal, warum sind Festivals nicht nur zwei Tage, sind drei Tage? Das ist sehr, sehr hart für jemanden in meiner Position, drei Tage durchzuhalten. Zwei Tage wären genug gewesen, aber nein, heute ist Tag drei, da freue ich mich total auf Visigoths. Jetzt sitze ich hier in so einem öffentlich-rechtlichen Beförderungsmittel und dann geht es jetzt auch gleich los. Ne? Tschüss. Long Distance Calling, auch mal was ganz anderes eigentlich, ne? Weil die ja keinen Sänger haben, einfach so sphärische, langsame getragene Sachen, aber kam relativ gut an bei den Leuten, hätte ich vorher nicht gedacht, als ich das gehört habe, aber gut. Ich klinge so ein bisschen angeschlagen, das ist richtig. Gestern war es aber auch hart und ich weiß gar nicht, was ich heute noch so großartig berichten soll, filmen soll. Natürlich werden die wieder Bands sehen und natürlich sprechen wir noch mit Leuten, aber ich muss erstmal klarkommen. Wir haben jetzt zwar schon, weiß nicht, 16 Uhr oder so. Das ist mein erster Drink. Das ist ungewöhnlich. Das ist Friday for Future Tent. Dritter Tag ist ja auch immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Katerstimmung. Der Abschied naht wieder, es geht so ein bisschen ruhiger, ne? Jo. Ja, aber ich habe gehört, hier mit Benne vom Wild Thing, hast du auch schon mal ein Interview gemacht. Ich habe gehört, das ist legendär gewesen. Ich glaube, es ist jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, genau. Das war an dem Tag, wo Bluespilz, glaube ich, Headliner war. Und ich habe nur gesagt, ich will eigentlich Exodus sehen, weil ich Thrasher bin. Und Bluespilz will ich mir gar nicht angucken. Ich war auf jeden Fall schon ziemlich betrunken. Ja, jetzt ist er aber noch gut. Ja, geht. Ja, gut. Man merkt noch nichts. Also, welche Band, auf welche Band freust du dich besonders? Oder Anthrax. Hast du dich gefreut? Anthrax, jetzt freue ich mich auf Anthrax. Ja, es wird gleich noch Anthrax geguckt und dann wird morgen in Ruhe abgebaut. Und dann
Scheiße wieder arbeiten. Machen wir uns. Ja, irgendwie doch. Leider kommen wir nicht drum rum. Ja, sitzt man hier im Camp und wen trifft man? Corporal Schrett. Guten Tag. Ja, die noch, denen noch eine Klage ins Haus steht von Corporal Cruel, unserem Schlagzeuger. Wir warten nur darauf, dass die Anwälte anrufen. Ja, ja, die sollen sich da außergerichtlich einigen, dann genau. Ist dann alles gut. Ja, Festival, Corporal Shred, natürlich könntet ihr euch vorstellen, hier zu spielen. Das ist eine Frage, die muss ich nicht stellen. Ja. Aber mit welchem Line-Up würdest du gerne hier spielen? Also Corporal Shred und du darfst hier auch bestimmen, wer noch spielt. Also es gab vor ein paar Jahren ja mal das Gerücht, dass hier Megadeth als Headliner auflaufen würden. Das wäre natürlich eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Ansonsten haben wir halt auch mit Death Angel ja schon mal im Tour gespielt. Auch super, super coole Jungs. Generell sind halt immer schön, wenn du Backstage einfach Leute hast, die easy und entspannt sind und nicht so die riesen Star-Allüren irgendwie haben, dass man einfach ganz normal auf Augenhöhe auch quatschen kann. So, ne? Ja. Auf wen freust du dich heute besonders? Anthrax auf jeden Fall. Und was mich gestern tatsächlich ziemlich überrascht hat, war Skid Row. Das war eigentlich so, wo ich gedacht habe, da komm, gehst du mal hin, guckst du mal an. Hat mir aber total Spaß gemacht, fand ich richtig geil. Fand ich aber Party pur. Ja. Ihr beide wollt wetten, jo, dass Jerome Boateng, ja, Abwehrspieler bei Bayern. Nächste Saison, sage ich, spielt der in Schwarz-Gelb. Spielt er in Schwarz-Gelb. Die Wette, also, halt ich. Quote 1:5. Quote 1:5. Wenn du gewinnst, kriegst du eine Dose Bier. Eine Dose also Bier. Ne, 5 Bier. Wenn du gewinnst, kriegst du 5 Bier. Ja. Wenn ich gewinne, krieg ich ein Bier. Alles klar. Nach freier Wahl. Hier ist Rockart. Hier ist mal eine neue Kassette. So muss das sein. Du hast echt noch einen Walkman dabei auf dem Rockart? Ja, natürlich. Hier ist keine neue Kassette. Tausendmal überspielt, aber Hauptsache eben Musik stimmt, ne? Hier so rum und spielst ein bisschen Gitarre, dass die Leute hier, während sie vorbeigehen, auch noch mal ein bisschen Sound kriegen. Ja, ich grille auch nebenbei. Welche Bands sind denn hier für Einhörner unterwegs? Keine leider. Keine? Du hörst das eigentlich gar nicht, was? Doch. Also schon auch Metal, aber wen bevorzugst du hier? Auf wen hast du dich gefreut? Auf wen freust du dich? Eigentlich auf Cannibal Corpse, weil die war echt scheiße. Du sagst, Rockhard ist dein Festival. Warum? Ich wohne hier in Gelsenkirchen, könnte eigentlich auch zu Hause schlafen. Aber ich tue mir das nicht an. Ich komme hier mit meinen Kumpels hierher. Egal wie das Wetter ist, ne? Wir müssen immer zusammenbleiben. Ob Sturm ist, Regen ist und das Geile ist an dem Festival, dass du hier wirklich alle möglichen Stilrichtungen hast. Von, ich sag mal, leichten Metal bis zum richtig schönen Death Metal. Hier kriegst du alles geboten und das ist das Besondere. Und die Pixel findest du immer noch irgendwelche Rosinen und ganz, ganz besondere Bands, die du hinterher auch dann weiter hörst. Das ist schon ziemlich eine ziemlich geile Mischung. Dritter Tag, Rock Hard Festival. Da ist man immer so ein bisschen, ich will es mal ausgelaugt nennen. Leicht zerstört. Aber ist das, weil man zwei Tage Gas gegeben hat oder ist das schon so dieses, ja scheiße, jetzt ist es in ein paar Stunden, ist es jetzt vorbei? Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Es ist eine Mischung. Also Gas gegeben ohne Ende, aber auch andererseits wieder schade, dass es bald vorbei ist. Aber auch, ich freue mich auch wieder auf mein eigenes Bett. Das muss man auch sagen, ja. Noch eine Frage, wenn du dir eine Band aussuchen könntest, scheißegal, tot, lebend, egal, Geld spielt keine Rolle, wen würdest du hier hinholen? Dann würde ich hier gerne sehen Running Wild in einer speziellen Death or Glory Show. Ja. Wenn du jetzt dir eine Band aussuchen könntest, Dead or Alive, scheißegal, irgendwelche Band, Geld spielt keine Rolle, wer soll hier spielen? Rainbow mit Dio. Sind wir hier im Rockhardstand. Wenn du dir jetzt eine Band aussuchen dürftest, tot oder lebend, Geld spielt keine Rolle. Wer soll spielen? Motorhead. Jetzt sind wir hier Radio Bob Stand. Ne? Ihr kennt das, Radio Bob, Rock and Pop. Haha, lustig, lustig. Und jetzt ist hier so ein einarmiger Bandit. Ne? Den seht ihr im Hintergrund. Seht ihr den? Ja, den seht ihr. Und hier ist auch der Pinöckel. Ich zieh da jetzt mal dran. So, was haben wir hier? Bring mir Glück. Eine Gitarre. Damit werden wir keine Freunde, damit können wir vielleicht eine Band zusammenstellen, aber das hat trotzdem nicht gewonnen. Ah, ich habe die hier. Die Arschkarte habe ich gezogen, hier. Band des Tages für dich?
wir haben noch gar nicht viel gesehen. Gerade erst gekommen. Ich hoffe, dass, ja, gerade erst gekommen. Ich hoffe, dass Possessed und Anthrax hier richtig Gas geben gleich. Hier haben wir die Rock-Rad-Leute, die für den ganzen Social-Media-Scheiß zuständig sind, auf Instagram und so. Was ist denn heute so euer lustigster Shot gewesen? Der lustigste Shot? Ja, wo du sagst so... Ja, ein junger Mann, der mit seinem Bier auf einer Mauer lag. Das war schon sehr lustig. Der in die Papiertonne geklettert ist, ja, in die stimmt. Mülltonne. Stimmt. Ach, da war ich aber hier. Ja, oberkörperfrei. Backstage, da geht die Party ab, da holen die Chicks ihre Titten raus. Nö, aber das ist einfach nur Arbeit. Das ist ehrliche, grundierte Arbeit, wo die Leute sich halt auf ihre Show vorbereiten, runterkommen und ja, eigentlich so wirklich passieren tut hier nichts. Da muss ich euch leider die Illusion nehmen, das passiert so nicht. Ja, jetzt sind wir hier mit dem Holger. Schönen guten Tag. 2003 war das Festival ja eigentlich gegründet fürs, lass mich nicht lügen, 20-jährige Jubiläum. Ne? Da wollte ich nochmal sagen, so, ja komm, machen wir. Das ist richtig, oder? Und sind gleich auf die Schnauze geflogen. Ihr seid auf die Schnauze geflogen? Ja. Warum? Weil kein Mensch die Festival-Location kannte und wir hatten also das absolute Sahne-Billing mit Blind Guardian, Anthrax, In Flames. Das waren nur 3000 Leute da, also nur 3000. Das hat nicht gereicht. Und da haben wir einen Haufen Schulden gehabt. Aber trotz alledem habt ihr gesagt, so ja komm, ich bin einmal von Schrank gelaufen, scheißegal, 2004 machen wir nochmal. Ja genau, wir kommen ja aus dem Ruhrpott, wir sind ja Dortmunder, wir geben nicht auf. So, und da ist genau die nächste Frage. Ich weiß, die wird sehr verfänglich sein. Ich entschuldige mich schon jetzt für alle Schalker. Ich weiß jetzt, welche Frage. So, ja, natürlich. Als Dortmunder bei den Blauen. Also, sorry. Also. Ja, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber mein Gott, alles ist Ruhrpott und es gibt ja auch nette Schalker. Ja, aber so sehe ich das selber. Ich für mich mache das immer so fest. Ich denke mir immer, Hauptsache die Schale bleibt im Ruhrpott. Hauptsache nichts von den Bauern. So, das ist mein Ding. Aber auf der Grundlage habt ihr das wahrscheinlich dann auch gemacht, oder nicht? Nein, es gibt überall im Revier nette Leute. Das ist ja nur alles ein bisschen hier Rumstichelei und so. Das muss man schon abkönnen. Ja, das muss sein. So, und dann stellt sich die Frage, ja, du hast hier schon sehr viele Bands gesehen und ich denke mir so, meine Güte, den und den und den und den haben die hier echt hingelockt. Was ich großartig finde, aber was wäre denn so eine Band, wo du dir denken würdest, irgendwie scheißegal, tot oder lebend, Geld spielt keine Rolle, wo du dir sagst, yo, das will ich machen. Tot oder lebend, ja, also sie leben ja noch, aber haben ja aufgehört. Rush ist meine Lieblingsband, sollte man nicht glauben, aber klar, das wäre toll gewesen. Aber mein Gott, wir haben Ronnie James Dio da gehabt, auch wenn ich jetzt kein riesengroßer Fan der Musik bin. Das ist eine Persönlichkeit gewesen und ich weiß noch ganz genau, seine Mutter ist gestorben und er hat kurz überlegt, ob er nicht auftritt, ist aber trotzdem aufgetreten und ich meine, die Mutter stirbt irgendwo, keine Ahnung, in England, USA, oder weiß ich, wo er jetzt gelebt hat. Und der Mann hat es durchgezogen, kein Mensch hat es davon gewusst, außer uns Veranstaltern. Und das war trotz allem, also gerade deswegen eine Riesenleistung, hat gezeigt, dass er ja, ein richtiger Profi ist, aber auch die Liebe zur Musik war wahrscheinlich auch entsprechend groß, dass er es gemacht hat. Viele andere hätten da vielleicht gesagt, nö, das ist mir egal, ich spiele heute nicht. Das hätte auch jeder verstanden, klar. Natürlich. Jetzt haben wir 2019. Hast du schon was im Hinterkopf für 2020?
Ja klar, aber das verrate ich ja nicht. Sonst ist ja keine Überraschung mehr. Natürlich, aber vielleicht kannst du den Leuten ja ein Rätsel mit auf den Weg geben. Ein Rätsel, ja. Wir werden 22 Bands haben. Das kleine, große, alte und junge. So, jetzt wieder hier am Merchandise-Stand von Artworks. Großartiges Label, kann man das Label nennen? Ja, auf jeden Fall machen die korrekte Shirts für einen guten, sehr, 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 sehr guten Preis. Und ich bevorzuge das einfach, weil man kann da hinfahren. Direkt nach Dortmund rein und sie auch die Ware angucken und die geben euch Empfehlungen. Ja, an eurer Stelle würde ich vielleicht das Ananas nehmen. Das ist sehr gut, aber wenn ihr nicht aus Dortmund kommt oder wenn ihr nicht da in der Gegend seid, ist das natürlich scheiße, weil dann müsst ihr euch das mit Paketen schicken lassen und da bin ich kein Freund von. Wenn ihr aber so aus dem Raum Thüringen kommt, dann könnt ihr ja mal bei Eastmerch anfragen und da könnt ihr dann auch vorbeifahren und die machen das mindestens genauso gut wie Artworks. Für mich ist Artworks immer im Herzen, weil ja, wir haben da mal Windbreaker drucken lassen und da war der Druck halt nicht so toll, das war so gebrochen. Und da hat sich echt jemand hingesetzt und hat die Lücken ausgemalt per Hand. So, das ist jetzt meine Geschichte. Deine Band des Festivals. Ah, lass mich überlegen, Possess. Nein. Capital of Disease. Genau. Und das nicht, weil die bei uns sind, sondern weil hier einfach musikalisch das ist. Mann. Ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ich, oder da ich so na, die Bands von da oben filme. Hier, ne, schön. Das liegt daran, dass der WDR Exklusivrecht hat, ja. Da darf man als 24 Bilder die Sekunde Typ nicht in den Foto graben. Aber die haben ja nur verboten, die Bands zu filmen, nicht die Fans. Und die Fans machen ein solches Festival aus. Wenn du dir eine Band aussuchen dürftest, ja, scheißegal welche, Geld spielt keine Rolle, wer spielt. Also geil wäre mal, wenn die nächste Jahr Black Label Society mal machen können, oder? Das ist doch bezahlbar. Die Händlermeile hier langlaufen, hier wird schon eingepackt irgendwie und andere fressen noch, saufen noch, während wir besoffen sind. Hier Scumfuck Outlaw, was? Welche Band würdest du sagen, war am korrektesten über die 3 Tage lang? Oh ja, am besten fand ich natürlich die Idiots so. Kann ich ja nicht anders sagen, weil wir mit denen auf Tour gehen 4 Tage lang. Irgendwie darf ich ja nichts anderes. Aber die waren auf jeden Fall gut. Davon abgesehen so. Überrascht haben mich wirklich Skid Row. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Edwigs waren heute auch wirklich gut. Jetzt ist es vorbei. Da machen wir nochmal schön so ein Schnitzelbrötchen. So als Ausklang, ne? Kann man das mal machen. Bei den Mädels hier, die den Laden haben. Das war das Rockhard Festival 2019. Was soll ich darüber sagen? Ich glaube, es wurde alles gesagt und alles auf den Tisch gelegt. Reicht knapp nicht. Weswegen ihr hier seid und euch das anguckt und deswegen sage ich tschüss und abschalten. Ne? Zu viel Internet ist ungesund, das dürft ihr nie vergessen. Like you.